hat Modi für uns mal den 311 rausgeholt. Heute sind wir in Staupitz bei Daniel. Also ich bin David Seidel. Mein Name ist Sven. Viele kennen mich auch noch Cosmo. Ich bin der Zinge und ich schaue im Bike. Heute sind wir in Mühlsee bei Mika. Ich bin der Jens, bin 32 Jahre alt, komme aus Erfurt. Soll ich jetzt Hallo sagen oder kann ich Servus sagen? Servus. Servus, also ich bin der Zinge von East German Bikes und ich will euch heute mal meine Schwalbe Ingeborg vorstellen. Gekauft 2013 in Teilen, sprich Rahmen und Lechkleid, alles einzeln. Geplant war Low-Budget-Projekt, Rade möglichst tief. Angefangen umzubauen, Rahmenschnitt gleich gemacht vorne, Lenkkopflager weggemacht. Geplant war rostiges Blechkleid, Motor geholt hier von einem guten Kollegen, 86,6 Kanal, verchromte Seitendeckel, Felgen geholt, ganz normal, neongelb, wollte irgendwas, wo wirklich richtig wegsticht, damals noch vom Rost eben. Und habe dann die Felgen neongelb gepulvert oder pulvern lassen. Mal ganz normale 1,5er oder 1,6er Standardfelgen. Weichen alles komplett mitgepulvert. Ein Lack war halt der Anfang so. Motor eingebaut, serienmäßig, Kette ganz normal, Kettenkasten, Kettenschläuche, Sitzbank. Auch Eigenbau, ist von meiner Mama quasi ein Wischtuch. Fand ich richtig cool, wollte ich unbedingt haben. Auch das Muster mit den Blumen und so. Jeden gefällt es nicht. Ich finde, es sticht total weg vom Moped. Ja. Erste Saison rum, da ich gesehen, okay, Felgen könnten ein bisschen schöner ausschauen, sag ich einmal. Hab dann quasi von den Originalen auf 215er mit Chromspeichen umgerüstet, hinten vorne, mit schmalen Gummi drauf. Fand ich ganz witzig. Hat auch optisch viel, viel besser ausgeschaut, muss man sagen. Dann ist die Titelpresse dran gekommen. Aus Holz mit Ingeborg-Schriftzug. Ja, Sidepipe selber gebaut. Aus Dachschnipseln vor der Dachdeckerei für 4,50 Euro, kann man ja mal sagen. Nee, echt so 4,50 Euro Auspuff und klar ist für den Motor der Auspuff nicht passend, ganz klar. Aber es ist ja auch ein Treffenmoped, wird auch nicht im Straßenverkehr bewegt, deswegen ist das eigentlich relativ egal. Anreißhebel aus Kettengliedern zusammengeschweißt, anfangs eben mit Schlagring, der ist halt in der Zeit weggebrochen. Habe jetzt alternativ einen Tennisball als Übergangslösung drauf. Ich weiß noch nicht, was ich da jetzt machen will, soll, kann. Soll ja alles Hand und Fuß immer relativ gut zum Moped passen.
Dann haben wir Pinstripes laufen machen lassen von Michael Moschner. Immer wieder super Arbeit. Also Wahnsinn, was der malen kann. Pinstripes-mäßig, Lackierungen, absolute Top-Adresse. Auch nach 2-3 Jahren, wenn dann mal ein Teil dazukommt mit Pinstripes, wie zum Beispiel mein Bremstrommel vorne. Also auf der anderen Seite ist quasi ein Schraubenschlüssel, händisch aufgemalt mit dem Geburtsdatum von meinem Sohn. Und auch da immer wieder super Qualität, ruckzuck. Also immer da, wenn es einen braucht, rufst du an, dann kriegst du ein Telefon. Voll zufrieden mit meinem Sohn, wirklich wahr. Naja, und dann haben wir eben hinten noch, ja, 2015 war schnell ausgelutscht, die Zeiten damals. Dann haben wir halt auf 2.5 umgerüstet. Ist ja inzwischen Standard. Und dann das Jahr drauf habe ich mir gedacht, eben von ein paar Kollegen von OBT und East German Bikes auch schon gesehen, rüsten wir mal auf 3,5 Zoll um. Also ist jetzt auch jetzt immer noch nicht so beliebt, weil es das halt einfach nicht gibt. Fertig. Ist halt alles selber gebohrt. Die Nibbel, die Speichen, ist alles Einzelanfertigung. Bin aber mit der Felge super zufrieden. Man sieht zwar nicht viel, es ist einfach so, aber man muss es halt haben. Das ist einfach so. Ne? Länge gekürzt, Schnellgasgriff. Bremstrommel vorne ist von Moto Morini. Ist original 19 Zoll. Haben wir jetzt auf 16 Zoll umgespeicht. Komplett den Schwingenträger vorne umgearbeitet. Da die Achse breiter ist wie vor Simson. Gegenhalter gebaut, neu lackiert, Flacheisen. Dämpferlos vorne, ja, dass halt eben quasi diese kleine Optik zum Tragen kommt. Ich finde es halt ewig super, wenn halt vorne riesen Trommel ohne Dämpfer, das ist schon, gefällt mir halt. Das ist halt mein persönlicher Geschmack. Jedem gefällt es nicht. Mir gefällt es. Deckträger tiefer gelegt, hinten leicht, schwarzes Rücklicht. Kleinigkeiten, blaue Kette, Dahnlicht vorne ist aus Polen, ist beledert mit blauen Nähten. Kleinigkeiten, gelbfolierter Scheinwerfer noch unten drunter. Im Großen und Ganzen ist nichts weiter. Also ich weiß nicht, was ich jetzt noch erzählen soll. Ist eben reines Treffenmoped. Ich habe jetzt vielleicht noch vor, hinten oder die Kettenritzel mal zu ändern. Sie fährt super, 4 Gänge. Trotz dem Auspuff hat sie immer noch relativ gut Leistung. Bin ich immer noch verwundert. Geht ja relativ zügig. Reso ist daheim. Wenn man trotzdem mal schnell fahren will, ist der Reso zum Randstecken ruckzuck daheim und dann kann man auch mal schnell fahren, wobei schnell fahren mit Starr hinten vorne nicht mehr möglich ist so richtig. Und ja, Tank ist halt noch, ich sag mal, halbiert oder gekürzt, über die Hälfte quasi an der Pressnadel ist er aufgemacht worden, hinten zugeschweißt worden, dass halt das Rad hinten vorbeigeht. Kennt ja jeder inzwischen, ist ja nichts Besonderes mehr, aber ich denke, es wird auf jeden Fall weitergehen. Wie es weitergeht, weiß ich nicht mit dem Moped. Ich habe schon Ideen, auch umsetzbar sind, aber jetzt ist eben seit heuer der Pappen, der Trabi dazwischen gekommen mit Umbau und hat sich halt der quasi etwas in den Vordergrund geschoben. Aber es geht auf jeden Fall weiter, ich habe ja auch noch mehrere Mopeds, aber das ist halt, das ist die Bastelbude. Ja? Original, ja, ist auch cool, habe ich auch, aber man muss auch schon mal wegen was ein Moped bauen und schrauben, denke ich. Deswegen ist ja nicht gleich zerstört. Also das ist meine Ansicht so. Und ich denke, Ostblech gehört einfach tief, das ist so. Denn das ist die Ingeborg 2020. So. Ist Mikuni, ja. Aber es war komplett Motor aus dem Simson Cross. Die hatten damals das Reglement, dass du pro Saison nur einen Motor fahren darfst. Danach musst du den Motor wechseln. Und das war eben einer aus dem Simson Cross. Halt ohne die Chromdeckel, klar. Ne? Da habe ich dann für relativ gutes Geld bekommen. Der geht eigentlich schon echt gut. Also klar, das ist ein uralter Motor. Der Motor ist bestimmt 10 Jahre alt. Ne? Also ist nichts noch mit Membran, das ist noch Schlitz. Der hat mich halt noch nie einen Stich gelassen. Der ist immer angesprungen, auch wenn er längere Zeit, man freilich 5-6 Mal kicken oder hebeln oder anreißen. Aber sonst der Motor, Kolbenringe tipptopp, das ist, also kann man echt sagen, Wahnsinnsmotor. Klar wird er im Jahr bloß 2-3 Mal bewegt auf die Treffen, Haupttreffen, wo man halt fährt. Und vorne die Erschweigung oder quasi eine Schießscharte vom Panzer? Genau, ja. Das soll quasi halt, ja. Ich denke auch zu dem Flambierten, das hätte auch etwas zu wegen Tarnmodus, finde ich ein wenig. Und ich habe gedacht, das passt ganz gut dazu. Früher hatte ich eben so gelb mit einem Isolierband und das Kreuz drauf. Ne? Ist halt auch schon ausgelutscht. Und da es eher Treffenmoped ist, habe ich gesagt, komm mal auf, dann tun wir das Ding beledern lassen vorne. Mit Stoff und Leder und dann das Tarnlicht rein.
ist halt schon geil, wenn du nachts auf dem Treffen fährst, wie zum Wittgendorf oder so, die Straße hoch, die sehen halt genau, gut, die hören sowieso, wer kommt, ne? Aber die sehen es auch, das ist schon geil, wenn du im echten nur mit so einem Schlitz kommst. Und du siehst ja auf der Straße auch diesen Schlitz, das ist halt echt schon witzig, ne? Ja, habe ich auch überlegt, gibt es auch Käfer, Amerika und so Zeug, die haben ein wenig so Schalkneufe und so Zeug, würde es geben, das ist wichtig. Aber dann nicht in Neongelb. Weil eine neongelbe Handgranate schaut halt ein wenig, weiß nicht, affig oder kitschig aus. Ich denke, der Schlagring war wirklich anfangs super, aber ist echt schwierig. Kicken will ich nicht, anschieben will ich auch nicht, Elektroschatten will ich auch nicht. Da muss irgendwas ran, wo halt etwas zum Moped passt, irgendwie. Es gibt viele Möglichkeiten, aber das ist halt immer. Man kommt noch frei, können wir schon machen. Mit anlassen. Mach mit. Ja, wie du gesagt, also ist halt einfach endlos Baustelle, muss man so sagen. Aber ist ja cool. Ein Lebenswerk. Ich will auf jeden Fall auch noch unten den Motor etwas erhöhen, dass er einfach fahrbarer ist. Auch mit dem Auspuff, das müssen wir mal gucken, weil Linkskurven ist halt nicht so. Aber das gehört dazu. Das ist ein Treffen-Moped und fertig aus. Das ist zum Fahren gebaut. Auf dem Treffen und sonst kommt es in den Keller oder in die Garage und dann ist das alles gut. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Und wie gesagt, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da oder einen Daumen. Und ja. Tschüss. Tschüss. Es war halt jetzt einfach. Ich habe schon versucht, einigermaßen Hochdeutsch, also alles geht nicht.